Hallo, meine lieben Freunde. So, jetzt haben wir schon so ein paar Tage Quarantäne hinter uns. Und ich muss euch sehr ehrlich sagen, also wenn du hier jeden Tag so rumlungern müsstest, wie wir das jetzt gerade tun, mein lieber Freund, das wird sehr schnell sehr langweilig. Ich meine, du stehst zwar morgens schon später auf, heißt, dein Rhythmus ist da schon mal hinüber. Und dann trinkst einen Kaffee und dann schmeißt dich unter die Dusche, so, da hockst du erstmal hier. Was wir machen, denn Jupp ist immer noch da, also wir warten auf den Anruf, wann sein Flieger geht. Ja, dann haben wir heute entschieden, dass wir jetzt mal ums Dorf laufen. Und diese Bilder zeige ich euch dann im Grunde genommen jetzt direkt im Anschluss, ohne größeren Kommentar. Die lasse ich einfach mal so ein bisschen durchlaufen. Und da sieht man dann schon, dass also das Dorf leer, leer, leer ist und ein paar Leutchen laufen rum. Das ist aber ganz normal. Die laufen, viele haben da vorne eine Gesichtsmaske an. Und da waren wir wieder mal im Supermarkt. Da ist alles noch gut bestückt, da gibt es also absolut kein Problem. Und so haben wir dann unsere Runde gedreht. Jetzt sind wir wieder zu Hause und jetzt, okay, hockst dich dann wieder vor den Computer. Ja, guckst, was es an Filmen gibt, die es ja auch nicht mehr neu gibt. Ich meine, die ARD fängt ja wieder an mit den ganzen Märchenserien, weil da nichts mehr anderes einfällt. Aber das ist dann schon langweilig, ne? Dann hast du vielleicht nachher dein Mittagsschläfchen und dann hängst du da wieder da rum. So, und so läuft das hier ab. Also bei Yahibe. Sehr ruhig, also was uns aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, dass so gut wie
gar keine Musik da irgendwo unterwegs ist, was für die Dominikanische Republik absolut ungewöhnlich ist, also extrem leise in den Straßen. Und das ist auch selbst für mich, der ja schon die 28 Jahre hier in dem Land ist, ist das also was ganz, ganz, ganz Ungewöhnliches. Also so in der Art habe ich das auch im Grunde genommen noch nicht erlebt. Ne? Und wir werden dann mal schauen, wie das Ganze aussieht dann in ein paar mehr Tagen. Also ich halte euch auf dem Laufenden und das war's für heute. Tschüss, euer Uwe.